dreidimensional tanzende Wohnhäuser projiziert auf das Brandenburger Tor. Oder Wintergeschichten auf dem Berliner Dom. 70 Installationen tauchen Berlin 12 Nächte lang in ein ganz anderes Licht. Am Potsdamer Platz dienen die Fassaden des Kohlhoff Towers und Renzo Piano Hauses als Leinwand für eine abstrakte Welt der Worte. Der deutsche Lichtdesigner Philipp Geist hat das Projekt entworfen. Diesen Ort in einen Dialog zu setzen mit meiner Bildsprache, mit meiner visuellen Möglichkeit, auch Orte umzudefinieren, zu verändern, ist für mich die Chance, auch so einen Ort in ein anderes Licht zu rücken, auch eine andere Möglichkeit zu schaffen, diesen Ort wahrzunehmen. Beim Festival of Lights ist der Wahlberliner zum ersten Mal mit einem eigenen Werk vertreten. Mit Großbildprojektoren, die eigentlich im Theater zum Einsatz kommen, werden Worte an die Gebäude projiziert. Grundlage sind großformatige Dias, die zusammengefügt aussehen wie eine riesige Filmrolle. Mit ähnlichen Installationen hat sich Philipp Geist rund um den Globus einen Namen gemacht. Seine Werke entstehen am Computer. Die Dias, die Filme sind alle analog quasi ausbelichtet, aber digital entstanden. Und das ist natürlich auch wieder so ein Umkehrschluss, der für mich auch wieder so ein, wenn man es wieder auf dieses Thema Zeit bringt, natürlich eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit, so dieses analoge, vergangene Medium mit den digitalen Medien zu verknüpfen. Philipp Geist ist einer von vielen Künstlern, die beim diesjährigen Festival of Lights vertreten sind. Entsprechend vielseitig sind die Arbeiten. Von leuchtenden Skulpturen am Potsdamer Platz bis hin zu Lichtbildern auf der Fassade des Hotel de Rome. Das Festival, für viele Künstler ist es mittlerweile eine Institution. Das Festival of Light in Berlin ist sicherlich eine der attraktivsten Plattformen, um solche Sachen zu zeigen. Unheimlich viele Besucher, eine wunderschöne Stadt. Gerade hier eine extrem schöne Fassade auf einem tollen Platz. Einfach eine gute Location für uns. 1,5 Millionen Besucher kamen allein im vergangenen Jahr. 12 Monate lang hat das Organisationsteam gearbeitet, Sponsorengelder gesammelt und dieses Jahr zahlreiche zusätzliche Veranstaltungen arrangiert. Das allertollste Gefühl ist, wenn man in die Augen der Menschen blickt und einfach genau das, was wir erreichen wollen, die Menschen erlebt, wie sie vor den Gebäuden stehen und strahlen und einfach die Gebäude und die Plätze in völlig neuem Licht sehen. Die ganze Stadt ist erleuchtet, das ist wirklich schön. Ich finde, es ist eine schöne Atmosphäre, also mir gefällt's. Ich finde es abwechslungsreich, das ist schön, auch wenn es jetzt so früh dunkel wird, es macht irgendwie mehr Spaß zu spazieren dann. Zurück am Potsdamer Platz bei Philipp Geist. Das Besondere an seiner Lichtinstallation, Besucher können sich auch inhaltlich beteiligen. Indem sie dem Künstler Begriffe zusenden. Der 36-Jährige baut sie dann in seine Installation ein. So entsteht ein Wortteppich, der eine ganz eigene Geschichte erzählt. Philipp Geist plant bereits weitere Projekte. Berlin ist natürlich voll von spannenden Orten und interessanten Möglichkeiten. Mich interessieren nicht nur unbedingt die Wahrzeichen, sondern natürlich auch vielleicht versteckte Orte. Bis zum 21. Oktober können Berliner und Besucher der Stadt das Festival of Lights noch erleben. Berlin, eine Stadt, die ihre hellen Momente ausgiebig feiert.